Hallihallo, und da sind wir auch schon wieder zurück zu Bioshock 2. Und wir sind in Pauper's Drop und haben uns die zweite Little Sister geangelt und sie sogar weggebracht. Und jetzt gehen wir die Treppe nach oben, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe. Und das Wunder ist, dass ich mich seit einer Woche... Hä? Ich hab die doch abgegeben. Die dürfte ich jetzt nicht mehr haben. Wieso hat die geredet? Guck, die ist weg. Ah ja, auf jeden Fall. Machen wir jetzt weiter. Ja, ich wusste noch, woran ich war. Nach einer Woche später. Das ist, sehr gut. Ja, es ist sogar nach der Gamescom 2017. Okay. Und hat sehr viel Spaß gemacht auf der Gamescom. Außer der zweite Tag. Ich wurde nur von Leuten angerempelt. Das war dann ein bisschen ätzend. Shit, F. So. Oh, unser Robo ist auch noch am Leben. Das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Ach, das ist schon die nächste Little Sister. Die geht hier rein, oder? Wenn ich den jetzt umbringe. Schneller, Mr. B. Sonst muss ich dich tragen. Passt mal auf. Wir lassen den jetzt... Upsa. Wir lassen den jetzt hier hochkommen. Ich wollte eigentlich... Mist. Nee. Jetzt hänge ich nämlich schon wieder. Doch, ich wollte die Fallen hinten raus. Macht ihn fertig, Jungs. Ich bin der Über-Daddy. Wieso werde ich denn... Oh! Die steht da jetzt aber doof. Oh, komm her, Kleine. Hopp, rauf mit dir, mein süßes Mäuschen. Tut mir leid, dass ich deinen anderen Big Daddy platt gemacht habe, aber es ist zu einem guten Zweck. Ey! Noch als Familie nicht mehr. So, alle leben noch. Gut. Ups, ich habe die Fallen geschmissen. Falsche Nieten. Erstmal wieder reinkommen. So, auf G wechsle ich die Nieten. Ja, tut mir leid. Wollte ich nicht, aber naja. Passiert. Was soll man jetzt noch daran ändern? Nehmen wir mit. Okay, da ist noch Muni. Jetzt, wo wir gerade welche... Heilmittel, okay. Jetzt, wo wir gerade nämlich ein bisschen Muni zerschossen haben. Jetzt haben wir Brandy getrunken. Toll. Dass man sich das nicht aussuchen kann. Bora, Treibstoff haben wir. Dosenfrüchte. Keine Dosenbohnen heute mal. Hier müssen wir gar nicht lang, sehe ich ja gerade. Aber ich will mich trotzdem... Oh, funktionier schon, dämliches Ding! Drei... Bursche, du bist doch... Okay. Ich klicke einmal und der nimmt direkt alles da raus. Ah. Das war, glaube ich, das letzte Mal auch schon aufgefallen. Dann hören wir uns mal das neue Tagebuch an. Dr. Lamb? Sophia?
Ich kam hier runter, um zu singen und eine Familie zu gründen. Aber ich passe einfach nicht zu diesen Leuten hier. Sehen Sie sich an. Sie passen hierher. Deine Tochter Boah, halt. Von hier oben. Geil. B-Hacken. Jetzt will ich. Wieso will ich immer Enter drücken? Kann man alles brauchen? Kann man auch gebrauchen? Dose Fleisch. Yummy, yummy. Gib mir das Ding! Wo sind wir denn jetzt gerade? Sind wir hier auf den Dächern von dem, wo wir gerade unten waren? Ja, ne? Ja. Hier war der Dicke, den wir platt gemacht haben. Der dicke Oschi. Und hier sind die Löcher, wo man wieder in das Ding fällt. So, und wir müssen doch dadurch. Aber gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Wieso kriege ich immer den Tipp mit den Behältern? Ich habe doch immer hier Behälter gesammelt, eingesammelt. So, das ist nichts. Mein Robo ist ein bisschen lame. Aber verzeihen wir ihm, heute ist Freitag. Der ist bestimmt schon am Wochenende. Ups. Da kommen welche. Such dir nicht Rumpuppe, kleines Feuerchen. Das wollte ich. Was sollte das denn jetzt? Da ist das Spiel hängen geblieben. Hallo? 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 Bioshock 2 funktioniert nicht mehr. Das ist schön. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder soweit bin. Bis dann. Da sind wir dann auch schon wieder. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich mich wieder zurückmelden muss. Da war ich gerade so konzentriert. Deswegen. Ah, okay. Die haben die Dinger hier in die Luft gesprengt. Deswegen habe ich so Schaden gekriegt. Ich hoffe, das Spiel geht jetzt weiter so wie bisher. Dass jetzt nichts kommt mit Spiel ist. Bioshock geht nicht mehr. Bioshock 2 funktioniert nicht mehr. Lass das arme Mädchen los! Die da! Ja, hättest du liegen bleiben sollen. Wäre besser für dich gewesen. ja. So, wir hören uns jetzt noch das hier an. Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg! Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Ja, das ist doof. Lass ich hier. Ich brauche ein paar mehr. Dann nehmen wir die hier mal weg. Die steht eh falsch. Und die nehmen wir eigentlich. So, die schießen wir hier hin. Die auch. Dann kommen noch hier zwei. Und dann machen wir hier noch zwei hin. Und dann lasse ich die Kleine runter. So. Nochmal kurz speichern.
Ja, bei mir ist es nochmal kurz. Nochmal, weil ich gerade schon mal gespeichert habe, falls es nochmal... Ja, kannst du einsammeln. Los, mach meine Maus. Darfst du. Jetzt muss ich gerade noch die Pistole wechseln. Ich weiß nicht mehr, von wo du kommst. Voll reingelaufen. Meine Kleinen sind gut dabei. Mein Robo ist dabei. Süße Maus. Lass dir Zeit. Okay, reingelaufen. Reingelaufen. Ja, reingelaufen. Treffe ich die eigentlich, sobald der Kreis rot ist? Da, komm her. Aber natürlich, mein Schatz. Kleine Schnuckel. Ja, meine ganzen... Oh, die haben echt fast alle getroffen. Wo sind denn die hergekommen? Wenn die hinteren gar nicht getroffen haben. Sollte ich vielleicht öfter die, Lol? Wo sind denn die hergekommen? Wenn die nicht von da... Sind die irgendwo runtergesprungen? Naja, da ist nichts mehr drin. Hier ist noch Geld drin. Die haben wir auch noch. Oh, noch eine Kassette, die ist leer. Oh, Schrot war noch hier. Ich glaube, wechseln wir mal zwischendurch. Warte mal, auf die Schrot. So. Wenn wir dafür jetzt schon so viel Muni haben und immer welche finden, baller ich mal ein bisschen mit der rum. Ach, war da noch eine? Jetzt gerade noch die andere Muni einsammeln. So. Tut mir leid, ich werde ein bisschen, ich höre es gerade selber, weil ich ein bisschen, rau bin. Stimme. Nein, Robo, verlass mich nicht. Wie konnten sie dir das antun? Lass mich mal durch. Ein weiterer Tag, ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera in Kingpawn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Oje. Das geht hier einfach so den Bach runter. Das ist im Buch so gut beschrieben. Was klingt unheilvoller als das Geräusch eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten Alarms? Steht da Shorten? Ja. Hast du schneller wieder deine Ruhe? Okay, ja. Wir nehmen es jetzt mal mit rein. Später können wir wechseln. Wir brauchen es nämlich eigentlich gar nicht. Sind ja eigentlich ganz gut dabei. Gut, hier gibt es gar nichts. Warte mal, da kommt man. Okay, man konnte nur spielen. Dann auf geht's weiter. Hier geht's wieder runter. Kurz mal anschießen, mal gucken, nicht, dass der nachher aufsteht. Ist nichts drin. Konnte man sich... Ne, als Big Daddy kannst du dich nicht bücken, ne? Ah, da war doch was, siehst du. Was gönnen wir uns denn heute? Ladestreifen, große Größe für Schrotflinte. Das hört sich nicht schlecht an. Spielsachen haben Spielsachen. Natürlich. So. Ich glaube, ich habe keine Nieten mehr. Genau. Schrot habe ich. Die finde ich. Schwere Nieten. Fallnieten können wir uns noch ein paar holen. So.
Eieiei. Arriba, arriba. Ei, Muchacho. Fällt mir gerade wieder ein. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Oh, muss ich hier raus? Müssen wir hier wieder raus? Nee, ich muss hier immer noch lang. Da habe ich mal wieder nicht auf den Pfeil geachtet. Ja, einfach wieder nur rumgelaufen. Okay. Gut, gut. Es geht weiter. Wohin? Hier runter. Ah! Hätte ich auch mal früher machen können. Du hast die Forschungskamera erhalten. Drücke linke Maustaste, während du dich auf einen Gegner konzentrierst, um eine Forschungssitzung zu beginnen. Okay. Und wen sollte ich jetzt nochmal? Dieses Ding ist ein wahres technikaler Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Mehr Freunde! Brauch mehr Freunde! Muss den Familien... Nein! Das kann nicht sein! Kommt er jetzt her? Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Nö, nur nicht. Starte die Kamera, nimm ihn auf. Und dann beschieß ihn mit allem, was geht. Plasmide, Feuerwaffen, alles, was du hast. Hab ich doch. Was war das jetzt? Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Pede? Mein Robo ist nicht mehr da. Erste Forschung, Errungenschaft freigeschaltet. Wo ist er denn? Okay. Noch ein paar Chips essen. Wir müssen uns da ein bisschen beruhigen. Jetzt ohne Robo. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Kann man die Cam auch wieder ausstellen? Ich wollte den Big Daddy ja jetzt nicht platt machen. Oh. Forschungsbonus. Erhöhter Schaden plus Lead-Head-Spicer anfällig Antipersonenkugeln. Okay. Wie ist er jetzt schon tot? Ja, die hat der hat keine Little Sister, dann brauche ich ihn eigentlich auch nicht platt machen. Milk. Okay. Ich hätte gern wieder meinen Robo. Aber anscheinend hat er es nicht überlebt. Ach, hier sollte ich hin. Hier wollte ich gar nicht hin. Ist auch einer platt. Hat er sich schon die erste Little Sister geklaut? Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen. Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lam vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lam insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mach mich an diesen Wade. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr! Scheiße, scheiße, scheiße! Weg, 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 weg! Wo ist er? Wo ist er hin?